Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und willkommen auf dem Channel, der wahrscheinlich mit unter anderem als einer der ersten auf YouTube den Rave Prestige Skin innerhalb von 20 Stunden auf Level 3 erspielt hat. Und heute, irgendwie ist es so ein bisschen flexi-mäßig, ne? Aber ich bin da wirklich stolz drauf. Real Talk. Das haben halt safe noch nicht so viele geschafft, nicht in dieser Zeit. Aber okay. Heute machen wir mit besagtem Skin eine 4K und ich hoffe, wir sehen einige Finisher. Legen wir los. Let's go. So, let's fetz, Alter. Oh mein Gott, ist dieser Skin schön, ne? Das Ding ist, wir dürfen eine wichtige Sache nicht vergessen. Und zwar, wenn Gegner mich sehen, die werden halt direkt liefen. Weil keiner ist so gestört und hat den Skin nach nicht mal 20 Stunden auf Level 3. Keiner. Keiner. Und die werden vor Ehrfurcht quasi und vor Gestörtheit vor mir, werden sie direkt liefen. Weil sie sich denken, Alter, der Typ hat einen Schatten. Und ich meine, sie haben halt recht, ne? Aber dafür müsste halt erstmal jemand mitlanden, ne? Okay, cool. Ich habe keine Ahnung, wo sie gelandet sind, aber ist mir erstmal egal. Ich höre hier wen, ne? Auf jeden Fall. Gott, dann habe ich ihn getroffen, als er schon das Shield aufgesammelt hatte. Oh, Bro. Ich würde an deiner Stelle weglaufen. Ich sag bloß, was ich tun würde. Lol, da war jemand solo. Dankeschön. Da vorne wird weiter gefightet. Nice one, okay. Das glaube ich müsste Mitte ungefähr sein. Oh. Wo genau sind die, wenn ich fragen darf? Ah, okay. Okay, okay, okay. Let's go. Ich hätte irgendwie Bock auf einen Finisher. Er wird halt das Haus abcampen, ne? Aber er geht da halt auch nicht raus. Das willst du nicht, Bro. Dankeschön. Okay. Switchen wir mal schnell, bevor die Lobo alles klaut. Scope. Let's go. So, vorsichtig, weil das sind ja zwei Teams, ne? Okay, Caustic Trap. Let's go. Okay. Brauche ich ein bisschen mehr Ammo. Ich habe hier genügend Shield Swaps. Was Gutes. Bro. Er trifft einfach auf die Distance. Besser mit der Devotion als ich mit der 301. Absolut krank. Läuft bei dir. Brauche ich ein bisschen Sniper Ammo, to be honest. Hat da nicht wer von denen Longbow gehabt? Schade, ich dachte safe. Das ist problematisch. Gute Nade. Aber passt schon. Okay, auch wieder gute Nade. Das ist ein Problem. Ich muss an die Kiste rankommen. Nice, 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 nice. Ja, ich bin die Matrix, ihr trefft mich nicht. Woohoo. Nice. Okay, da haben wir genügend Stuff. Aber keine Sniper-Ammo, das ist echt blöd. Ich glaube, das wollt ihr nicht.
Denke, das hat dann ein geiles Perpschied, ne? Das ist ein Problem. Die zwei stellen ein großes Problem da, ja. Die zwei stellen tatsächlich ein großes Problem da. Vor allem, weil ich kein Backup habe. Ich habe keine Wingman. Ja, ja. So. Das reicht. Muss rein. Let's go. Ganz wichtig. Ganz wichtig, die zwei zu bekommen. So. Zack. Zack. Ich glaube, hier ist noch was, ne? Ich glaube, das war's noch nicht. Ich habe gerade irgendwo noch Steps gehört. Kann mich aber auch täuschen. Okay, 1400 Damage. Ja. Ist ein bisschen schleppend, muss ich sagen. Aber okay. Lauf! Junge, lauf! Lauf! Oder ich töte dich. Anhalt so. Gut. Schade. Ich dachte, ich kann jetzt ein bisschen den Obtain finishen, aber der Seer hat gerade irgendwie keinen Bock zu flüchten, sondern er möchte lieber sterben. Okay, ist mir recht. Ne? Deine Entscheidung. Habe ich keinen Stress mit. 2K, es leben noch 15 Squads, okay. 15 Leute. Ist so semi, ne? So semi geil. Aber okay. Ist noch absolut machbar und drin. Das ist echt so käsig, dass man einfach eine 4K, dass man diese Finisher nicht mehr so geil machen kann, weil halt einfach dieses Gold Knockdown-Schild weg ist, ne? Und die ganzen Squads ja quasi direkt draufgehen und nicht mehr ein goldenes Wiederbelebungsschild haben. Was halt echt schade ist, weil so konntest du halt immer früher richtig ganz entspannt, zack, zack, richtig geil immer finishen, wenn die einen Gold Knockdown hatten. Das sah einfach fancy aus, aber ja. Die Zeiten sind leider vorbei, weil die lieben Pro-Player sich da beschwert haben. Ey, die goldenen Knockdown-Schilds in LGS sind so unfair. Bitte tut sie raus. Manchmal habe ich echt so einen kleinen Hass auf die Pro-Player, muss ich echt sagen. Das sind so... Nee. Dann sollen sie halt nur für die rauspatchen, ist doch egal. Aber lass es doch für Pubs drin, das macht keinen Sinn. So ein Element zu entfernen, das macht halt wirklich keinen Sinn. Oh, da halte ich ihn. Ah, hi! Okay. Lol, die habe ich gar nicht gehört. Das ist ein Problem. Okay. Caustic, mhm. Das wären die optimalen Kandidaten zum Damage Farm, kann das sein? So, und jetzt? Hat er mich gesehen? Ja, safe hat er mich gesehen. Natürlich, er ist hier. Hi, na, alles klar bei dir? Ist der, rennt schon weg. Er rennt schon weg, weil er sieht, ich habe Prestige Level 3. Ich hätte Bock auf so einen geilen Finisher, ne? Süß. Problem ist, sie sind zu zweit, ne? Sau. Warte, jetzt hier dürfte seine Q normalerweise nicht haben. Aha. Okay, cool.
Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Okay, er läuft. Er läuft weiter. Oh ja, ich glaube, das ist die Chance. Komm schon. Ich muss riskieren. Ich will das Finish haben. Bam! Jawoll! Let's go! Nice! Das war geil. Okay. Oh, der hatte richtig viel. Der hatte alles. Ja, Bruder! Der hatte wirklich alles. Ja, bist du deppert. Oh, der Ring ist tatsächlich extrem weit. Ach, weißt du was? Jetzt hier kam ich mal. Ist völlig egal, ob er jetzt irgendwo noch lebt oder nicht. Solange er mich nicht abballert und kaputt macht. Ist mir das gerade recht herzlich egal. Ach komm, lass mich doch da hoch. Warte mal, nee, ich muss hier in die Zone, ne? Oh, huch. Auch gut. Ja, da ist natürlich jetzt Goldschild schon ein kleiner Vorteil, muss man ganz klar sagen. Aber ich brauche halt nach wie vor, ne? Ich brauche nach wie vor 2k Damage. Ich meine, machbar, ja. Aber halt trotzdem nicht ohne. Ist doch nur ein bisschen mehr, als ich dachte. Es hat sich am Anfang irgendwie... Es zieht sich so ein bisschen, ne? Es zieht sich gerade so ein bisschen. Okay. Ich habe Shots von da hinten gehört. Ob der Seer den Corsic jetzt wiederbelebt, ist mir sowas von egal. Ich muss dahin. 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 Komm, lass mich da hoch. Ja. Okay, nice. Woo! So, jetzt ein bisschen farmen. Jetzt nicht direkt killen, sondern ein bisschen farmen. Ah ja! Ah ja. Okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Punkt D. Geh jetzt ja nicht durchs Portal, sonst bist du wirklich... Ich werde dich töten. Okay. Alter. Okay. Sonst geht's euch gut, ja? Ey, die Leifner machen mir ein bisschen Sorgen, ne? Aber da kann man geil Damage farmen, das ist geil. Okay, da bin ich ein bisschen ambitionistisch reingepusht. Ich hätte es wahrscheinlich auch... Ah, da ist eine Rampart, jetzt check ich das erst. Okay. Das ist ein Problem, aber kein Problem. Ich sollte da easy vorbeikommen. Nice. Das ist natürlich auch optimal jetzt zum Damage farmen. Vor allem, die müssen aus der Zone raus, kann das sein? Ja, natürlich. Okay. Okay. Ja, ja. Hab's mir gedacht. Jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt bin ich im Sandwich. Ja, bist du deppert! Warum ist das hier so crazy? Let's go. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Sau! Okay. Ist erstmal egal. Erstmal egal, erstmal egal. Oh, ich hätte Bock auf einen Finisher, ne? Ich hätte so Bock auf einen Finisher. You cannot imagine. Okay. YOLO. Ist egal, ist egal, ist egal. Ammo. Zack. Die vercampt sich jetzt nicht ernsthaft dahinter, oder? Ne, ich glaube, die kommen. Warum komme ich da nicht hoch?
Ach so! Die rotieren einfach weiter. Ich krieg davon gar nichts mit. Ja, moin. Okay, aber 3k Damage. Das geht. Leute, das geht. Das geht, das geht. Und das ist eine kranke Runde, Alter. Ich will aber nochmal Finisher-Action machen. Bisschen. Komm schon. Wir wollen noch den Finisher sehen. Das ist echt kacke, dass sie dieses goldene Knockdown-Schild rausgenommen haben, ne? Hätte schon locker 3 Finisher machen können. Safe. Safe. Nur durchs goldene Knockdown. Ach so. Ach so, so, so läuft es bei euch. Weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Aber ich schleife mich da jetzt eiskalt ran. Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Wenn ich leise bin, kriegen die nichts mit. Und dann kann ich sie komplett wegbeamen. Dann springt der eine runter vom Dach und ich kann auf den einen Finisher machen. Wetten wir? Achtung, jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Let's go. So. Geh doch runter vom Dach, Junge. Hallo. Geh runter. Geh runter. Bro, das ist nicht dein Ernst. Bro, wie unkonventionell willst du spielen? Er so, ja. Bro, ist das dein Ernst jetzt? So spielt doch keiner, geh doch da runter von dem Dach! Das kannst du dir nicht ausdenken! Das kannst du dir nicht ausdenken, das gibt's doch nicht! Jeder normale Mensch würde sofort von dem Dach runterspringen. Jeder! Er denkt sich so, nö, ich bin Rambo! Und vor allem ist es der letzte Squad. Digga. Okay. Das heißt mal wieder Damage Farm. Ja, geil! Ja, geil! Genau das, was ich gebraucht habe. Sehr geil. Willst du die Zipline wirklich nehmen? Mr. John J. Rambo? Das Ding ist ein Pathfinder und Octane. Die können mich geisteskrank krass pushen. Ohne Gnade. Das Ding ist, ich habe Goldschild. Was mir einen kleinen Vorteil bringt. Das Haus ist nicht mehr drin, ne? Ja, natürlich ist es nicht mehr drin, bin ich dumm. Natürlich ist es nicht drin. Ich hätte gerne noch ganz kurz die Ammo von denen. Die hatten keine Ammo, ernsthaft? Nein, hatten sie nicht. So, wenn die jetzt schlau gewesen wären, hätten die meinen Spot eingenommen. Aber die schauen auch nicht so ohne aus, ne? Ich sehe schon. Aber auch Red Shield ist halt geil zum Farmen, ne? Ich muss ein bisschen besser treffen. Okay, nice. Skynet, komm, Baby. 5 Euro. Oh, die war aber knapp, ne? Okay, er hat eine Havoc, er muss aber die Havoc chargen. Das Ding ist, der Octane kann halt wirklich... Warum kann man da nicht durchschießen? Man sieht ihn doch! Okay, aber 300 Damage, das ist machbar. Ich will es aber jetzt gewinnen. Ich will es jetzt gewinnen. Das Problem, ich habe nur noch 46 Sekunden. Was heißt, ich muss jetzt einen davon töten. Ich muss jetzt einen davon definitiv töten und ich habe keine Light.
Ich bin tot. Nein! Ich hab dieses Jump-Bit nicht gesehen. Also ich wusste, dass dieser Finisher absolut ambitioniert war. Ich wusste, dass der Pathfinder natürlich hochgrabbeln wird und mich sowas von krank wegballern wird. Aber ich wollte diesen Finisher nochmal sehen. Egal, wir haben 4K gemacht. Das war eine geisteskranke Runde. Ich hätte es gewinnen können. Wahrscheinlich. Aber soll halt nicht sein. Völlig egal, das war eine komplett gestörte Runde. Geil. Nice one. Geiles Ding. Oh, ich freue mich gerade. Und ich finde sogar tatsächlich, Real Talk, das Ende gerade besser, als wenn ich gewonnen hätte. Das klingt jetzt weird, aber wir haben den Finisher zum Schluss nochmal gesehen. Und ich wusste halt, okay, yo, ich hatte auch keine Shield-Zellen mehr, die ich mir drücken könnte. Ich hätte den Shield-Swap an dem Octane gebraucht, währenddessen ich noch im Flug war. Bin ich nicht hingekommen. Ich bin direkt runtergerutscht und war aber noch in der Kiste, man hat es gesehen. Schade, dass ich nicht gewonnen habe, aber trotzdem, wir haben den Finisher nochmal gesehen. Und den hätten wir nicht gesehen, hätte ich den Pathfinder geholt. Also alles easy und wir haben einfach 4K mit dem krankesten Skin aller Zeiten rausgehauen. Alter, war das eine geile Runde. Alter, war das eine geile Runde. Und ganz ehrlich, Platz 2 ist okay für mich. 2 ist eh meine Lieblingszahl. Das passt. Das passt, Leute. Das passt. Das war eine geile Runde, Alter. Vor allem das Ende war richtig schön spannend. Und GG an den Pathfinder, das hat er gut gemacht. Natürlich, wir brauchen nicht drüber reden, hätte ich den Octane normal getötet. Einfach mit der 301 rumgelaufen, hätte mir dann sein Shield gesnackt, wäre da oben geblieben, hätte auf den Pathfinder gewartet, bis er hochgrabbelt, was er sowieso hätte tun müssen, weil die Zone closed, hätte ich das Ding gewonnen. Aber ganz ehrlich, was wäre das Leben ohne Spaß? Leute, dieser Skin ist so krank. Geil. Allerdings hat es leider nicht so funktioniert, wie ich dachte, dass die Gegner direkt liefen, wenn sie mich sehen. Egal. Whatever. Ich bin trotzdem einer der ersten Menschen. Oder ich gehöre zu der kleinsten Bubble an Menschen, die diesen Brave-Skin auf Stufe 3 haben. Das passt für mich. Das ist okay. Das ist völlig okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem freuen. War eine geisteskranke Runde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.